Und als wenn es nicht schon genug Dramen gäbe, wird die Lindenstraße auch noch eingestellt. Im März 2020 läuft die letzte Folge. Dies hat die ARD jetzt mitgeteilt. Es wird schon bereits gemutmaßt, dass die Große Koalition ganz bewusst Neuwahlen herbeiführt, damit noch einmal die Bundestagswahl zum Thema gemacht werden kann, bis dahin in der Lindenstraße. Und es ist ja ein so bedeutendes und großes Thema, dass sogar die Tagesschau eine Meldung dazu gemacht hat. Die ARD-Serie Lindenstraße wird eingestellt. Seit mehr als 3 Jahrzehnten gehören die Geschichten um Mutter Beimer, Andi Zenker und die anderen Bewohner der fiktiven Straße sonntags zum deutschen Fernsehalltag. Damit soll nun im März 2020 Schluss sein. Wie die ARD heute mitteilte, sei dies die Folge von steigenden Produktionskosten und zugleich rückläufigen Zuschauerzahlen. Das ist die Melodie, die seit 33 Jahren die Fans der Lindenstraße am frühen Sonntagabend vor die Fernseher zieht. Mit Geschichten und Schicksalen, die nicht nur berühren, sondern auch das Leben hierzulande widerspiegeln. Und mit Szenen, die TV-Geschichte schrieben, wie dem ersten schwulen Kuss in der ARD. Geradezu Kult wurde nicht nur die spiegeleierbratende Mutter Beimer, auch die Sendung überhaupt. Kein Wunder, dass die Lindenstraßenfans mit dem Aus der Serie hadern. Im Moment kann ich mich mit dem Gedanken noch nicht anfreunden. Ist eben das Ende einer Ära. Die Lindenstraße zeichnete aus, dass sie mit der Zeit ging und aktuelle Themen aufgriff. Bei Gott und Vaterland! Für den langjährigen Produzenten Hans W. Geißendörfer ist die Entscheidung der ARD, die Lindenstraße auslaufen zu lassen, unverständlich und für den WDR schmerzlich. Mir persönlich tut das sehr leid. Die Lindenstraße ist ein Stück Fernsehgeschichte, aber es ist eine Entscheidung der ARD als Gemeinschaft. So eine Serie ist teuer. Unsere Etats sind knapper, wir haben viele neue Aufgaben in der digitalen Welt. Wow, wichtige Meldung. Ich meine, dass irgendwie so im Jemen ein Krieg herrscht und so, alles nicht so wichtig. Die Lindenstraße, das ist ein wichtiges Thema. Da räumen wir gleich mal so ein 1,30 Sendeplatz in der Tagesschau dafür frei. Mhm. Somit wurde ebenso in der Tagesschau gemeldet, neue Staffel von Sturm der Liebe beginnt. Und das sind die lustigsten Fragen bei Wer weiß denn sowas? Der Erfinder und Produzent der Show, Hans W. Geißendörfer, hat sich inzwischen auch lauthals darüber beklagt, dass sein über 30 Jahre altes Baby eingestampft wird. Vor allem der Stil hat ihm nicht gefallen. Nach 33 Jahren hätten wir doch eine schriftliche Absage verdient, mit einer Unterschrift und handschriftlich von Herrn Schönborn. Ein Telefonat finde ich ohne jeden Anstand. Also eigentlich ist es doch eher umgekehrt unanständig, einen formalen Brief zu schreiben, ohne mal persönlich anzurufen. Aber wahrscheinlich hätte sich Geißendörfer in dem Fall genauso beschwert. Nach 33 Jahren hätten wir doch zumindest ein persönliches Telefonat erwartet. Einfach einen Brief zu schicken, finde ich ohne jeden Anstand. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.